Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner live. Bei mir zu Gast ist jetzt die Virologin Dr. Monika Redelberger-Fritz. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich würde natürlich gerne mit der aktuellen Corona-Situation starten. Wenn wir uns die Zahl der Neuinfektionen anschauen, dann sehen wir da einen Trend, der durchaus nach unten geht. Jetzt haben wir seit einigen Tagen sogar unter 3000 Neuinfektionen am Tag. Es waren zum Glück sogar jetzt einige Tage, wo es keinen neuen Corona-Todesfall gab. Alles positive Zeichen, wenn man nach den Zahlen geht. Wie ist denn Ihre epidemiologische Einschätzung? Ich denke, wir sind jetzt in einer relativ ruhigen Phase angelangt. Wir dürfen uns aber deswegen nicht in kompletter Sicherheit wiegen, denn wir haben im Moment eine eben relativ stabile Seitwärtsbewegung, wenn wir das wieder einführen dürfen, diesen Begriff. Und wir dürfen nicht vergessen, dass jetzt dann die Reisetätigkeiten kommt und damit eben auch wieder sehr viel eben auch vom Ausland mit eingeschleppt werden wird. Und damit muss man eben die Zahlen ganz besonders im Auge behalten, um zu schauen, wie es sich weiterentwickelt, vor allem eben einmal in der Gesamtsituation und natürlich auch auf den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen. Wenn wir ein bisschen auch hier nach vorne schauen in die nächsten Monate, jetzt kommt der Sommer, jetzt wissen wir aus den beiden vorherigen Sommern an sich, da ist die Situation eine bessere, da sind die Menschen mehr draußen. Dennoch befürchten einige Experten, dass die nächste Welle schon früher starten könnte als bisher, nicht erst im Herbst, sondern vielleicht sogar schon im Spätsommer. Ist das auch Ihre Einschätzung? Ich denke, wir haben gelernt, dass wir es wirklich nicht vorhersagen können. Wir können immer nur irgendwie Abschätzungen treffen und Vermutungen anstellen, aber wissen tut es letztlich keiner. Wir haben die Erfahrungen von den letzten zwei Sommern, wo wir gesehen haben, je mehr Reisetätigkeit war und je mehr soziale Kontakte untereinander stattgefunden haben, eben vor allem eben auch ohne Abstandmaßnahmen oder Maskenmaßnahmen, desto schneller konnte sich das Virus in der Bevölkerung einfach wieder weiter verbreiten und dementsprechend konnte früher eben diese Welle wieder beginnen. Und es kommt letztendlich auf das Verhalten von uns allen an, wie weit wir quasi es zulassen, dass diese Welle wieder massiv zunimmt oder ob wir es einfach unter Kontrolle haben und es ist einfach eine ganz normale epidemische Welle, wie wir es von vielen anderen respiratorischen Viren auch kennen. Wann wird denn dieser Moment sein, Ihrer Meinung nach, wo die Pandemie zu einer Epidemie heruntergestuft wird? Das ist eine sehr gute Frage. Letztlich können wir auch das nicht vorhersagen. Früher oder später wird es tatsächlich so sein, dass wir einfach eine ganz normale epidemische Zirkulation haben, wo das Virus alljährlich einfach einmal eine Welle macht und die Sache ist dann erledigt. Aber ob das schon diesen Herbst stattfinden wird oder vielleicht erst dann im Frühjahr oder erst nächstes Jahr, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht vorhersagen. Ich traue mich nur zu sagen, wahrscheinlich so lange, wie es gedauert hat, wird es nicht mehr dauern. Aber mehr, glaube ich, kann man wirklich nicht vorhersagen. Jetzt sind viele Maßnahmen schon beendet worden. Gerade am Montag, also gestern, wurde auch die 3G-Regel bei der Einreise nach Österreich aufgehoben. Sie haben die Reisetätigkeit schon angesprochen. Ist das richtig, dass man jetzt diese 3G-Regel aufhebt oder hätten Sie sich gewünscht, dass die noch weiter aufrecht bleibt? Es kommt immer darauf an, von welcher Seite man es sieht. Rein von epidemiologischer Situation, so wie wir es jetzt haben, dass wir einfach eine relativ stabile Situation haben und auch international in den nächsten Reiseländern auch eine stabile Situation herrscht, lässt es sich natürlich vertreten. Auf der anderen Seite, wenn wir es rein von medizinisch-fachlicher Seite betrachten und vor allem jene Leute betrachten, die wir besonders schützen müssen, wäre es dementsprechend sinnvoll, da eben die Masken noch weiter aufzusetzen. Sprich, man muss sich immer die Frage stellen, was möchte ich haben, was möchte ich bezwecken und wie kann ich es letztendlich erreichen? Geht es darum, eine stabile Situation zu haben, so wie jetzt, dann muss man einfach bedenken, dass wir eben jetzt eben noch immer Maskenpflicht haben in bestimmten Bereichen und dass wir dadurch letztendlich eine relativ stabile Situation haben. Je mehr wir aufmachen, desto eher wird es in eine Situation gehen, wo das Virus sich eben wiederum besser verbreiten kann in der Bevölkerung. Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie finden das durchaus richtig, dass man die Maskenpflicht derzeit noch aufrecht lässt, in gewissen Handelsbereichen beispielsweise und auch im öffentlichen Verkehr, weil da gibt es ja derzeit eine politisch sehr heftig geführte Diskussion, vor allem die Wirtschaft fordert ein Aus der Maskenpflicht. Sie sind der Meinung, man sollte die Maske noch beibehalten? Rein vom medizinischen Standpunkt her macht die Maske jetzt noch Sinn. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind jetzt bei einer Inzidenz von täglichen Tageszahlen von ungefähr 2000 bis 3000 irgendwo in der Größenordnung. Wenn wir das vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren gehabt hätten, hätte sich jeder gefreut und hätte diese Maskenpflicht überhaupt nicht überhaupt begonnen, in Frage zu stellen, weil wir da von ganz anderen
Zahlen ausgegangen sind. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo das im Moment in Frage gestellt wird. Aber es gibt natürlich wirklich sinnvolle Sachen, die man auch schon lockern kann, wenn es eben beispielsweise um den Handel geht und da eben vor allem die Angestellten wirklich damit zu kämpfen haben, den ganzen Tag eine Maske tragen zu müssen, dann könnte man das eventuell so machen, dass vielleicht die Kunden die Maske tragen, weil die sind ja letztendlich nur 30, 20, 10 Minuten im Geschäft, aber die Angestellten eben von der Maskenpflicht befreit werden. Das sind ja quasi Zwischenschritte, die man dementsprechend ja auch machen kann und einführen kann, um eben da Erleichterungen zu bringen, aber dennoch in relativ gesicherten Setting zu sein, vor allem für jene Personen, die sich selbst nicht schützen können und einfach einkaufen gehen müssen. Ich würde noch gerne zu der aktuellen Virusvariante kommen. Auch da hört man sehr unterschiedliche immer Einschätzungen. Ist die jetzt weniger gefährlich Ihrer Meinung nach als die vorherigen Varianten oder ist sie jetzt vielleicht sogar wieder gefährlicher als die ersten Omikron-Varianten? Ja, letztlich kann man das auch nicht endgültig beantworten, weil es einfach noch nicht so viele Infektionen gibt von der BA4 oder BA5-Variante, um einen tatsächlichen 1-zu-1-Vergleich ziehen zu können. Was wir sehen, ist an und für sich genau das, was wir auch bisher immer gesehen haben, nämlich es ist eine neue Variante, die auftaucht und die früher oder später einfach dann die alte Variante verdrängen wird. Und es ist nicht die erste Variante und es wird auch mit Sicherheit nicht die letzte Variante sein, die da auftaucht. Und was wir eben auch vor allem sehen, ist, dass es eben auch in Südafrika war. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Südafrika eben die BA2-Variante so gut wie nicht durchgemacht hat und da die Welle auch schon wesentlich länger her ist und die dementsprechend in der Bevölkerung keine sehr starke oder sehr gute Grundimmunität haben, weil die jetzt gerade eine längere Zeit lang keine Welle durchgemacht haben. Wir hier sind jetzt im Moment unmittelbar hinter einer BA1, BA2-Welle, vor allem eben einer BA2-Welle und dementsprechend haben wir da im Moment ein bisschen eine Verschnaufpause, bis letztendlich die Immunität in der Bevölkerung so weit abnimmt, dass wieder sehr viele gleichzeitig erkranken können. Ist vielleicht auch ein gutes Stichwort zur Impfung. Da steht derzeit für viele die vierte Impfung im Raum. Wie wichtig ist es denn, sich diese vierte Impfung zu holen, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, es ist eine ganz klare Empfehlung und eigentlich ist es relativ einfach, dem auch nachzugehen. Für alle, die über 80 Jahre sind, wird auf jeden Fall die vierte Impfung empfohlen. Auch jetzt, also nicht bis in den Herbst zu warten, sondern wirklich jetzt die vierte Impfung empfohlen. Weiter sollten sich auch alle über 65-Jährigen, die an schweren Grunderkrankungen leiden, ebenfalls impfen lassen. Und auch die unter 65-Jährigen mit sehr schweren Grunderkrankungen, auch die brauchen die vierte Impfung. Denn die vierte Impfung ist für jene da, die eben per se nicht gut auf die vorherigen Impfungen ansprechen konnten aufgrund ihrer Grunderkrankungen oder eben aufgrund des Alters. Und die brauchen jetzt da quasi die vierte Impfung, um eben auch einen guten Impfschutz vor schweren Infektionen zu haben. Alle anderen jungen, sonst gesunden Erwachsenen und eben auch die Kinder brauchen im Moment diese vierte Impfung noch nicht, weil man sieht, dass nach der dritten Impfung der Impfschutz vor einer schweren Infektion, also vor Krankenhauseinweisungen, vor Intensivstationsaufenthalten, sehr, sehr gut ist, auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Dementsprechend ist es für diese Personengruppe im Moment nicht empfohlen und auch nicht nötig. Ausnahmen gibt es natürlich immer, wenn man zum Beispiel irgendwo auf Reisen unterwegs ist und unbedingt aufgrund der Einreisebestimmungen eine vierte Impfung braucht oder vorweisen muss, dann soll das dementsprechend noch geschehen können. Aber soll man sich, wenn man jetzt, sage ich einmal, nicht zu einer dieser Hochrisikogruppen oder schon älter ist, Ihrer Meinung nach trotzdem derzeit impfen lassen oder soll man abwarten? Wie sehen Sie das? Es ist im Moment nicht notwendig, sich impfen zu lassen, weil, wie gesagt, man nach der dritten Impfung einen sehr guten Schutz vor der schweren Infektion eben hat. Im Herbst schaut das Ganze vielleicht ein bisschen anders aus, denn wir wissen, dass wir unmittelbar nach einer Impfung oder eben nach einer durchgemachten Infektion für einen kurzen Zeitraum, so in der Größenordnung von 8 bis 12 Wochen, einen relativ guten Schutz nicht nur vor den schweren Infektionen, sondern auch vor generell der Infektion selbst haben, also auch vor den leichten systemischen Infektionen. Und das kann man natürlich auch gezielt einsetzen, um wenn man sieht, dass eine Welle kommt und wenn man dann massiv breit hineinimpft in diese Welle, dann hat man die Chance, diese Welle einfach abzuflachen und sehr viele Infektionen damit auch zu verhindern. Und das könnte man eventuell als Instrument einsetzen, um im Herbst eine vielleicht starke Welle abzupuffern. Aber wir wissen im Moment nicht, wie es im Herbst sein wird. Aber wenn man sieht, dass sehr schnell die Inzidenzen hochgehen, dann macht es vielleicht Sinn, da sehr schnell reinzuimpfen, vor allem eben auch die Kinder dann, bevor der Herbst losgeht, bevor die Schule wieder beginnt und dann quasi in der Schule diese ersten Infektionen eben zu verhindern, weil wir eben unmittelbar nach der Impfung einen sehr guten Schutz eben haben, auch generell vor einer Infektion und nicht nur vor der schweren. Braucht es Ihrer Meinung nach eigentlich einen neuen Impfstoff dann für den Herbst? Wir sehen im Moment, dass die
unter Anführungszeichen alten Impfstoffe einen sehr guten Schutz, einen sehr breiten Schutz geben. Was sinnvoll ist, wahrscheinlich ist, wenn Impfstoffe kommen, man nennt es bivalente Impfstoffe, wo quasi die alte Variante drinnen ist, plus eben auch eine neue Variante, wo das quasi angepasst ist, wo man auch den Puffer oder das Sicherheitspolster des alten Impfstammes auch hat. Und das macht sehr viel Sinn, weil wir auch nicht wissen, welche Variante dann die nächste sein wird. Wenn wir jetzt zu sehr ins Detail uns anpassen an die neue Varianten, die dann letztendlich kommen werden, und dann kommt aber eine Variante, die eigentlich vom Ursprungsvirus wieder ausgeht, dann könnte es sein, dass wir da eine viel schlechtere Abdeckung haben. Und deswegen machen diese bivalenten Impfstoffe, die jetzt in Entwicklung sind, eigentlich einen sehr guten Zweck letztendlich, dass eben genau das verhindert wird, dass man da einfach in eine Sackgasse gerät. Wir haben in Österreich nach wie vor auch die Impfpflicht, zumindest das Gesetz. Sie wird ja nicht umgesetzt. Aber Ihrer Meinung nach braucht es diese Impfpflicht noch weiter? Ich bin keine Politikerin. Ich halte mich im Prinzip auch immer von den politischen Themen fern. Rein vom medizinischen Standpunkt aus ist es quasi rein von der Psychologie immer schlecht, eine Pflicht einzuführen, weil es dann prinzipiell einmal immer sehr viel Gegendruck gibt. Ich glaube, es ist sehr viel wichtiger, die Personen einfach, die bis jetzt noch nicht geimpft sind, einfach aufzuklären und abzufangen und mal zu hinterfragen, warum denn die Impfung so viel Furcht und Angst letztendlich auslöst. Denn sehr häufig ist es einfach auch Missinformation, die da dahinter steht. Und ich glaube, diese Personen kann man nicht generell durch irgendwelche Kampagnen auffangen. Man muss die wirklich in einem ganz persönlichen Gespräch einfach mal darauf ansprechen, wovor fürchtet man sich, welche Informationen hat man, wo sind die Informationen her und sind das auch richtige Informationen, auf die meine Entscheidung derzeit beruht. Und abschließend noch Richtung Herbst. Jetzt ist es ja generell so, Sie kennen sich dann natürlich deutlich besser aus, dass das Virus oder Viren mit der Zeit tendenziell abnehmen in ihrer Gefährlichkeit, normalerweise sagt man das, oder? Ist das oder ist davon auszugehen, dass das bei Corona auch so sein wird oder nicht? Also es wird vielleicht ansteckender, aber im Verlauf dann weniger schlimm. Ja, also ich sage es immer so schön, ich beschreibe es immer so, um es zu sagen, so, das Virus passt sich an seinen Wirt Mensch an. Ja? Ein Virus, das quasi eine Mutation hat und dann quasi weniger schwer krank macht, wird sich auch in der Bevölkerung besser verteilen. Wenn die Person, die eben erkrankt ist, eben nicht schwer erkrankt ist, dann wird er trotzdem mit einem leichten viralen Infekt einfach herumgehen und das Virus weiter verstreuen. Und damit hat es quasi einen Verbreitungsvorteil und deswegen werden diese abgeschwächten Viren einfach in der Bevölkerung besser verteilt und damit setzen sich die eben besser durch. Also das ist quasi der Mechanismus, der da dahinter steht, dass sich das Virus an den Wirt Mensch anpasst. Das sehen wir jetzt eben auch bei Omikron und auch bei Alpha haben wir das ein bisschen gesehen. Das Problem ist, wir wissen nicht, welche Variante als nächstes kommt, wenn es ähnlich wie zum Beispiel bei der Influenza ist, wo es quasi immer von einer Variante in die nächste übergeht, also quasi das ein linearen Strang mehr oder minder macht, dann wird das so sein, dass es quasi immer schwächer wird in der krankmachenden Art. Wenn es quasi zurückhüpft, zum Beispiel wenn es aus dem Tier wieder kommt oder wenn es sich komplett neu reorganisiert, nennt man das, also oder rekombiniert, also quasi eine alte Variante wieder auftaucht und die sich vielleicht noch einmal genetisch kombiniert mit einer anderen alten Variante, dann taucht wieder etwas komplett Neues auf, das sich erst wieder anpassen muss an den Wirtmensch. Sprich, wir können es zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersagen, was passieren wird, weil wir haben das bei Alpha gesehen, wo es sich mehr oder minder weiterentwickelt hat. Dann haben wir gesehen, dass es wieder bei Delta sich weiterentwickelt hat und auf einmal ist es wiederum zu Omikron zurückgesprungen. Also es springt im Moment auf seinen Ästen mehr oder minder hin und her und wir müssen beobachten, wie das weitergeht. Denn wir haben jetzt wohl bei uns nur Omikron-Varianten, aber in Südafrika und auch in Südamerika gibt es immer noch die Delta-Varianten, die zirkulieren. Es gibt immer noch die Alpha-Varianten, die da auch zirkulieren und selbst Beta gibt es immer noch. Und damit gibt es einfach sehr viele alte, unter Anführungszeichen jetzt Viren, die da noch zirkulieren und die ein Potenzial haben, einfach wieder aufzuflammen. Aber abschließend, wir müssen mit Corona leben lernen. Dass Corona irgendwann verschwindet, davon gehen Sie nicht aus. Nein, das Virus ist tatsächlich gekommen, um zu bleiben. Das wird nie wieder weggehen. Aber es wird sich eben einfach anpassen in ein ganz normales respiratorisches Virus. Für die ganz normale Bevölkerung wird es einfach so sein, wie viele andere Viren auch oder Grippewellen, Schnupfenwellen. Sommergrippewellen, wie auch immer. Für uns Virologen, uns wird es noch einige Zeit sehr viel näher und sehr viel länger beschäftigen, aber das ist wahrscheinlich eher für uns Virologen dann mehr interessant als vielleicht für die Gesamtbevölkerung.
Frau Doktor, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter hier und dann diskutieren gleich Sebastian von Mehner und Gerald Groß. Natürlich einerseits über den heutigen Jahrestag, 3 Jahre Ibiza-Video, ganz, ganz spannend, werden Sie gleich bei Wolfgang Fellner diskutieren. Wie haben Sie das damals erlebt vor 3 Jahren und was hat sich vor allem seitdem politisch getan und was ist vor allem auch politisch passiert aufgrund dieses Videos. Es geht aber natürlich auch um den ÖVP-Parteitag, um Bundeskanzler Karl Nehammer und seine 100% und die Frage, wie geht es denn jetzt weiter mit der ÖVP und der Bundesregierung? Und es geht um die Frage, soll Österreich der NATO beitreten, so wie es jetzt Finnland und Schweden machen wollen? Da wird es auch gleich sehr unterschiedliche Meinungen hier im Studio geben. Also ganz kurze Werbepause und dann diskutieren gleich Sebastian Born-Mehner und Gerald Groß bei Wolfgang Fellner.